Platz 6 und 7 auf der Tabelle belegten die Mannschaften, die sich zum 27. Spieltag im Raiffeisenstadion in Tüging trafen. Obwohl mit 39 Punkten punktgleich, sorgte doch das Torverhältnis dafür, dass der FC Tüging auf Platz 6 und der Sportclub Eintracht Freising auf Platz 7 stand. Allerdings hatten die Domstädter ein Spiel mehr bestritten, sodass die Tabelle nicht sehr aussagekräftig war. Bemerkenswert eine andere Tabelle, nämlich die Auswärts- und Heimtabelle. Da stand nämlich der FC Tüging auf Platz 1 der Auswärtstabelle, während sie auf der Heimtabelle im unteren Mittelfeld rangierten. Dass sie auswärts besser spielen, bewiesen Mario Reichenbergers Jungs in der Vorwoche, wo sie in Passau als Sieger vom Platz gingen. Anfangs der Woche schloss das Transferfenster, das diesmal besonders lang offen gestanden hatte. Erst jetzt haben die Mannschaften die Personallisten, mit denen sie planen können. Mario Reichenberger musste wegen einer Rotsperre auf Kapitän Hannes Ganghofer verzichten. Er brachte zudem mit Manuel Olczok im Mittelfeld und Ivan Sivkovic im Tor neue Leute auf den heimischen Rasen. Die Kapitänsbinde trug Christopher Scott. Die Partie leitete Schiedsrichter Julian Kreie. Temperaturen um 12 Grad und zeitweise Regen machten es den Akteuren nicht gerade leicht. Trotzdem hatten 120 Zuschauer den Weg ins Stadion gefunden. Tüging in Schwarz-Blau gewann die Platzwahl und Freising in Gelb-Schwarz stieß von rechts nach links an. Die Hausherren überlassen den Gästen erstmal ihre Spielfeldhälfte und beobachten in der eigenen Hälfte, was sie da machen würden. Das ermöglicht den Gästen solche Vorstöße, die erst der Schlussmann der Hausherren entschärfen kann. Ein erster Versuch der Gastgeber, Stefan Denk, findet keine Abnehmer für sein zartes Flänkchen. Langsam findet Tüging ins Spiel. Ribis Vorlage landet aber bei Osaro Aiteniora und nicht bei Andreas Bobenstetter. Ihre Konterchance nutzen die Domstädter und fordern den Tüginger Schlussmann. Dann probiert Christopher Scott, seine Flanke zu ungenau. Minutenlang schauen die Innstädter in der eigenen Hälfte dann zu, wie die Gäste in aller Ruhe aufbauen. Nikolai Davidovs Flanke unterbindet Daniel Ziegler zu zaghaft, sodass Davidov erneut flanken kann. Diesmal macht er das aber richtig, sodass der Heranstürmende an die Mannhardt den Ball nur noch reinzudrücken braucht. 0:1 in der 16. Minute. Der Freising nehmen 1:0 in Führung. Torschütze der Spieler mit der Nummer 15, Andi Mannhardt. Keine 3 Minuten später nimmt Jonas Meyer Christopher Scott den Ball ab. Über mehrere Stationen fällt der an die Schredl vor die Füße, der flankt. Luka Brutloff und Toma Goitirisch vollstrecken. 0:2, 20. Minute. 20. Spielminute, Freising wieder auf 0:2, Torschütze der Spieler mit der Nummer 10, Toma Goitirisch. Ecke Freising. Die Tüginger Abwehr behindert sich selbst. So kommt der Ball zurück zum Eckenschützen, der nochmal flanken kann. Glück für Tüging, dass Brutloff nicht drankommt. Dann kann sich Tüging doch aufraffen und alles nach vorne werfen. Den Ball dazu liefert Birol Karatepe, der auf Breu, der Olczok schickt. Den schubst Gästekapitän Andreas Schredl in den Strafraum hinein. Die Innstädter fordern Elfmeter. Schiedsrichter Julian Kreie stand zu weit weg, so beriet er sich mit seinem Assistenten. So besonders sicher waren sich beide nicht. Trotzdem entscheidet Kreie auf Elfmeter. Gästeschlussmann Patrick Negele hat die Ecke, kann die Kugel aber nicht festhalten, sodass Breu im Nachschuss trifft. 1:2 Anschlusstreffer in der 29. Minute. Tüging jetzt zwar aktiver, kann aber solche Ausbrüche nicht unterbinden. Sivkovic ist aber zur Stelle. Lange Zeit halten sich die Mannschaften dann im Mittelfeld fest, ohne dass eine besondere Akzente setzen könnte. Es dauert bis zur 44. Minute, bis Tüging wieder in die Nähe des gegnerischen Kastens kommt. Olczok kann Breus Flanke zwar annehmen, dann klären die Gäste zur Ecke. Die ändert aber nichts am Spielstand. Freistoß nach Foul an Olczok. Schredl klärt zur nächsten Ecke. Die lässt Julian Kreie noch ausführen und pfeift dann zur Pause. Die Zuschauer waren nicht sonderlich begeistert von dem, was besonders die Hausherren im ersten Durchgang geboten haben. Viele Ballverluste, Pässe, die ihr Ziel nicht erreichen, lange Bälle in die Spitze, wo aber niemand sie hätte annehmen können. Mario Reichenberger würde deutliche Worte finden müssen, wenn das im zweiten Durchgang anders werden sollte.
Tatsächlich waren die Tögginger dann 2 Minuten vor Ende der Pause schon wieder zurück auf dem Platz. Weiter geht's, Tögging jetzt von rechts nach links. Und schon wieder sind's die Gäste. Die können aber nichts Zählbares daraus machen. Freistoß Tögging, die Domstädter klären mit Mühe. Olczak will zurückspielen, das gelingt aber zu schwach. Luka Brutloff erläuft den Ball und stürmt allein auf Zivkovic zu. Olczak verletzt sich dann an der Hand, muss erst behandelt werden und ein paar Minuten später raus. Das schaut ja übel aus, denkt FC-Vorstand Klaus Meyer. Doch nicht so schlimm. Für Manuel Olczak bringt Mario Reichenberger dann Christian Wallisch und für Aswan Rivis Simon Hefter. Dann kann sich Breu durchsetzen und weiterspielen auf Hefter, der aber Gästekeeper Patrick Nigele nicht fordern kann. Den Gästen ergeht's nicht anders. Tögging hat jetzt mehr Spielanteile, die Gäste lassen aber keinen geordneten Spielzug zu. So müssen sie es über Standards probieren. Nägele ist aber zur Stelle. Freistoß nach Foul an Thomas Breu. Die Distanz für Karatepe. Der schafft's durch alle Beine hindurch, scheitert aber an Nägele. Wäre aber ohnehin knapp daneben gegangen. Abstoß Zivkovic. Jonas Meyer springt höher. Christopher Scott kann nicht mehr eingreifen und Ziegler und Buchner den eingewechselten Daniel Gätke nicht halten. Eins zu drei in der 71. Minute. 71. Spielminute, unsere Gäste hören auf 3 zu 1, der Schütze der Spielminute Nummer 9, Daniel Gätke. Gleich drauf eine ähnliche Situation. Bobenstädter verliert den Zweikampf mit Andi Mannhardt. Glück für Tögging, die Fahne war oben, abseits. Das führt zu lautstarken Protesten zweier Freisinger Betreuer, die dafür die gelbe Karte zu sehen bekommen. Tögging müht sich jetzt redlich, kommt aber nicht zum Torerfolg. Wieder probieren es die Domstädter über links. Tögging lässt Daniel Gätke in aller Ruhe flanken. Andi Mannhardt hatten sie aus den Augen verloren, der vollkommen freistehend Ivan Zivkovic keine Chance lässt. 1 zu 4 in der 79. Minute. Dann ist es der Pechvogel von eben, der sich gegen drei Domstädter durchsetzen kann. Karatepe weiter auf den eingewechselten Armin Mesic, der Breu vorliegt. Und der verlängert ins Tor. Nur noch 2 zu 4, 82. Minute. In der 80. Spielminute der Anschluss für unseren FC Tögging. Torschütze war wieder unsere Nummer 10, Tommy Breu. Nochmal schickt Karatepe seine Leute über links. Stefan Denk legt zurück auf Mesic. Gleich drei Domstädter klären zur Ecke. Der folgt gleich noch eine andere, die aber auch nichts bringt. Tögging jetzt dicht dran am dritten Treffer. 3 Minuten Nachspielzeit zeigt Schiedsrichter Julian Kreier an. Freistoß nach Foul am Birol Karatepe. Das passt Florian Bittner gar nicht. Er kann sich nicht beruhigen und sieht erst gelb und dann noch gelb-rot. Breus Freistoß knallt an dem Pfosten, bleibt im Spiel und verführt Stefan Denk zu diesem Foul an Patrick Nägele. Gelb für Denk. Nägele bleibt erst liegen, kann dann aber nach Behandlung weitermachen. Das war's. Der FC Tögging unterliegt dem Sportclub Eintracht Freising mit 2 zu 4. Töggings Trainer Mario Reichenberger war natürlich nicht zufrieden mit der Leistung seiner Leute, während die Gäste nebenan ihren Sieg lautstark gefeiert haben. Heute, glaube ich, gibt es keine Ausreden. Nicht. Wenn man so passiv Fußball spielt in der ersten Halbzeit und Gegner permanent einlaut, dann kann man ein schlechter Spiel gewinnen. Das ist halt einfach so, Halbzeit hat ein bisschen grauschtest, muss man ganz ehrlich sagen. Weil mit dem Auftritt war ich überhaupt nicht zufrieden, weil das ist... Okay, das andere werden wir intern besprechen. Das gefällt mir gar nicht, weil es war ganz anders wie in Passau. Und wir müssen das jede Woche aufs Feld bringen, die Aggressivität und Laufbereitschaft, weil nebenbei schlagen wir keine Mannschaft. Es hat aber heute erst so ausgeschaut, als wenn wir das gemeint haben. Welchen Einfluss haben denn die schwierigen Verhältnisse? Ja, okay, man muss schon natürlich schon sagen, es ist ein bisschen schwierig jetzt im Moment auch auf dem Platz. Aber wie gesagt, da gibt es keine Ausreden, nicht, weil der Gegner hat auch gespielt. Ich denke eher entscheidend ist, dass wir viel zu viele Gegentore kriegen, wenn wir wieder 4 Tore kassieren heute. Letztes Mal 3 zu Hause ist einfach viel zu viel. Im Pass haben wir sehr gut verteidigt. Heute wieder zu fahrlässig. Natürlich ist es so, dass man einfach, man sieht, dass man Ganghofer nicht ersetzen kann. Der nächste spielt heute nicht und geht Rahnstein nicht und das kennen wir eigentlich bei uns extrem.
Aber okay, das hilft nichts. Wenn Spieler verletzt sind, dann haben sie verletzt. Dann müssen wir trotzdem weitermachen, was ich aber schon einfordert. Und das ist absolute Leidenschaft, die nicht da war in der ersten Halbzeit. Und das werden wir sicherlich besprechen. Alexander Plapst, Glückwunsch zum Sieg, der besonders in der zweiten Hälfte nicht mehr so sicher war. Ja gut, das Wichtigste war natürlich heute, dass wir wieder versucht haben, zu unseren Stärken zurückzukommen. Und unsere Stärken liegen einfach in dem, dass wir über das Fußballerische kommen. Und es war, hat schon in der Vorrunde haben wir da Probleme gehabt. Wir haben seit dem neuen Jahr, vor und nach der Pause, haben wir da Probleme gehabt. Aber das Spiel letzte Woche gegen Traunstein, die zweite Halbzeit, da haben wir ansatzmäßig wieder das gespielt, so wie ich es mir vorstelle. Und ich glaube, was uns heute zugute gekommen ist, war eben ein Gegner wie Töging. Weil wir sind immer aus so einer Situationen dann rausgekommen, wenn wir gegen eine gute Mannschaft gespielt haben. Und Töging ist eine hervorragende Mannschaft. Wo sie allerdings überrascht war, dass Töging halt speziell in der ersten Halbzeit sehr ruhig und sehr passiv war. Das hat uns natürlich ein bisschen reingespielt. Aber unterm Strich, muss ich sagen, haben wir, das Geläuf war nicht einfach, aber wir haben eigentlich einen ganz ordentlichen Fußball geboten, haben zum Schluss die 3 Punkte gehabt. Ich war im Vorfeld mit 1 Punkt auch zufrieden gewesen, aber wir haben die 3 Punkte geholt. Ich denke auch verdient. Und ja, so ein bisschen der Plan ist halt auch aufgegangen, weil man natürlich jetzt der Hohlenberger hat man wieder kurzfristig absagen müssen, aus seiner Verletzung raus. Und einen 17-Jährigen dann in die Startformation schicken, in Töging, war nicht so einfach. Aber dann mit dem Gätke von der Kraft her nachlegen, der Plan ist aufgegangen. Und deswegen bin ich natürlich heute hochzufrieden. Und nicht nur, dass wir heute fußballerisch ganz ordentlich das gemacht haben, die 3 Punkte waren wichtig, weil man muss auf die Tabelle schauen, nach oben, da sind 3, 4 Mannschaften da, die sind weg und man muss schon den Blick ein bisschen zum ersten Relegationsplatz richten und mit den 3 Punkten haben wir natürlich jetzt wieder mehr Ruhe drin und von dem her bin ich eigentlich ganz zufrieden gewesen heute. Mario, die beste Auswärtsmannschaft und zu Hause? Warum, wieso, kann ich so jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, aber wir werden das wieder analysieren. Und dann geht es wieder weiter. Ich weiß nicht, wie es ist. Entweder machen wir daheim, das geht von selbst oder was. Aber es kann nicht nur der Platz sein. Also, das ist also so ist nämlich nicht. Ja, so ist es aber nicht. Ja, da brauchen wir nicht reden. Also, die Ausrede lasse ich nicht gelten, weil das liegt schon dann an anderen Dingen. Nein, wir verteidigen es einfach daheim schlecht. Wir sind viel zu offen teilweise. Warum auch immer. Auswärts spielen wir viel kompakter. Und das ist meine Kopfsache und das müssen wir das lösen, weil so geht es auf Dauer natürlich nicht. Weil wir können nicht eine Woche so, die andere Woche wieder so, dann wieder so. Man muss hier schon mal Konstanz reinbringen. Er erwartet aber schon auch von den erfahrenen Spielern, dass wir das hier bringen. Und die haben wir schon auf dem Platz, so ist es nicht. Es ist nicht so, dass wir nur mit Jugendspielern spielen. Wie geht's weiter? Ja, ich denke, jetzt haben wir eigentlich das einfachste Spiel, weil ein Halbwerk muss. Ist für mich absoluter Top-Favorit, mit Erlbach sicher die stärkste Mannschaft der Liga. Da haben wir sicher nichts zu verlieren. Das heißt, da kann man wieder locker aufspielen. Auswärts spielen wir auch wieder. Ist zwar schon ein bisschen Galgenhumor, schon langsam kann ich es nicht mehr hören. Aber wir werden uns natürlich wieder vorbereiten, trainieren auch 3-mal, das ist keine Frage. Aber ich hoffe, dass wir mal mehr wie 11 Leute im Training sind, dass wir ein bisschen Dinge einstudieren können. Das ist schon ein Riesenproblem, aber das hilft halt jetzt nichts. Da mit dem Jammern können wir deswegen auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen da zusammenrücken und maximal bis Winter noch raus sein. Weil ich denke, mit dem heiligen Spiel ist für mich ganz klar nach unten schauen und nichts anderes. Also ich sage es ja schon immer, aber es ist vielleicht auch noch nicht bei alle Spieler so durchgedrungen, dass hier jetzt Abstiegskampf ist und sonst gar nichts in erster Linie mehr. Na dann.